Ich begrüße euch heute zu einem neuen Video und zwar zeige ich euch, wie ich am liebsten meine veganen Pancakes mache. Hier seht ihr alle Zutaten, die man dafür benötigt. Zunächst werde ich alle trockenen Zutaten miteinander vermischen, also das Mehl, Backpulver, Zucker und den Vanillezucker. Dann kommt noch eine kleine Prise Zimt obendrauf. Mit einem Löffel verrühre ich das dann alles gut miteinander. Und nun kommt die leckere Zutat dazu, die das Ganze schön fluffig macht, nämlich das Apfelmus. Zwei Esslöffel reichen. Und als Milch verwende ich hier Mandelmilch. Die mag ich vom Geschmack her besonders gut. Und die gieße ich dann zu dem Teig dazu und verrühre dann schon währenddessen mit einem Schneebesen. Wenn das dann ein schöner, fertiger Teig geworden ist, dann gebe ich das in meine Tefal-Form. Das ist die Tefal Snack Collection. Ich benutze sie ja unheimlich gerne, weil es einfach so praktisch ist. Und da habe ich hier Aufsätze für Pancakes. Beim ersten Mal braucht es immer ein bisschen länger und danach geht es dann richtig schnell. Da muss man immer aufpassen, dass sie dann nicht zu dunkel werden. Ja, und das war's auch schon. Das kann man dann einfach immer so weitermachen, bis man so viele Pancakes hat, wie man möchte oder der Teig aufgebraucht ist. Und ich esse die ja am liebsten mit Ahornsirup, das schmeckt einfach total gut. Vielen Dank fürs Einschalten!